Sieg vom Lanz ist diese Woche am Ungarnring und das bedeutet natürlich, gibt es auch hier die Hotlap zum großen Preis von Ungarn. Mach gerne das Plus weg und das Herzrad auf TikTok und abonniere doch gerne hier kostenlos. Lasst gerne dein Minimum da und wir gehen mal rein. Die Randdaten, seit 1986 wird fast durchgehend gefahren, öfters nur in Monaco und in Monza. Nein, 16,6 ist der Streckenrekord von Lewis Hamilton. 14 Kurven gibt es, 6 links und 8 rechts. Lewis Hamilton ist auch hier der unumstrittene König, denn er hat 8-mal siegen können. Vielleicht reicht es auch dieses Wochenende für das 9. Mal und 4381 Meter ist eine Runde hier lang. Sehr, sehr kurz, eine sehr High-Down-Force-Strecke, muss man sagen. Eine DRS-Zone, eineinhalb lediglich, aber an sich ist die Strecke wirklich viel auf Grip ausgelegt und das Qualifying ist mindestens genauso wichtig wie in Monaco. Kräfte, die auf einen Fahrer treten, gerade auf die Kurve. Jetzt hat er den überstanden. Natürlich hier verpasst du gerade links, da kommst du gern und leicht mal ein bisschen mit dem Körper. Und dann ist auch im echten Qualifying oder Rennen, da gibt es dann diese Kurve 12 lang gezogen, wirklich extrem lang. Gut rauszukommen, denn man hat hier wirklich sehr weiche Reifenmischungen und aus der letzten das DRS aktivieren. Und das war schon eine Runde hier in Budapest. Ich freue mich aufs Rennen, aber es wird halt wirklich eher der Samstag spannend werden. Das Qualifying wird sehr spannend werden, der Start wird interessant werden, dann wird es etwas schwieriger. Wie versprochen, natürlich gibt es auch die Prediction für das Rennen und meine Erwartungen. Und ich erwarte mir tatsächlich einen sehr spannenden Samstag. Wir haben gleich 4 Teams, die um den Pokal fahren, wenn man so will. Red Bull hat in der Vergangenheit gezeigt, dass man hier stark ist. Natürlich auch Lewis Hamilton mit Mercedes. Und ich glaube auch, dass man auf beides setzen kann. Also ich glaube, auf dem dritten Platz landet tatsächlich Lando Norris. Ich glaube, der ist zwar podiumswürdig, aber er hat nicht das große Zeug, um den Sieg zu holen. Auf dem zweiten Platz nennt mich dumm. Ich sage Max Verstappen. Und gewinnen wird das Ganze Lewis Hamilton und wird auch hier seinen 9. Sieg feiern. Ob das wirklich so zustande kommt, ist natürlich eine komplett andere Frage. Aber eventuell würde ich auch sagen, Oscar Piastri könnte eine Überraschungsfahrt hier planen. Aber da bin ich mal ziemlich unsicher. Ich glaube tatsächlich, wir müssen auf die Basic Stats setzen.
Entweder, also Lando Norris setze ich mich fest, landet auf dem dritten Platz, auf 2 Max Verstappen und gewinnen wird das Teil entweder Oscar Piastri oder Lewis Hamilton oder George Russell, aber ich, ja, entscheide mich für Lewis Hamilton. Qualifying wird spannend werden, wie gesagt, da könnte es aber auch sein, dass Max Verstappen oder sogar Lando Norris die Pole holen wird und es wird halt wirklich ein sehr, sehr knappes komplettes Qualifying werden, wie auch in den vergangenen Rennen. Wird es diesmal noch knapper, weil da die Strecke auch sehr eng ist. Schaut gerne auf Instagram vorbei auf it's_gaming und auch gerne auf TikTok auf it's_hobby. Folgt da gerne rein, dass ihr nichts mehr verpasst. Macht die 13k voll und abonniert euch gerne kostenlos. Später kommt noch eine Audi-Karriere. Bis dahin, danke fürs Zugucken und ciao.